geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los, nochmal. Und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Amicia, das musst du sehen. Es wird dir gefallen. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wir hielten diesen Ort für sicher.
Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Viele Menschen starben hier. An so einem engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Die Angriffe auf! Die Bastarde! Schnappt sie euch!
Bleib weg! Seid sicher ihr. Er kommt her. Ihr denkt, ich hänge hier fest? Dann wartet! Keine Sorge, ich finde euch! Ah. Gut, dieses Mal gehört. Sonst sind wir dran. Ich weiß. Knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vaudor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudor zu Hugo.